So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei GTA Online. Day of the Tentacle natürlich. Moment mal. Jetzt war ich gerade ein wenig verhustet. Muss den Textspeed wieder hochstellen. Na, oder? So. Was wollten wir denn machen? Wo waren wir denn stehen geblieben? Ich hatte mir auch eigentlich hier noch was aufgetan. So, hier. Wir haben einen Zettel. Okay. Schauanzeigmaschine. Ich kann ohne einen neuen Diamanten nichts machen. Ich mach mal den Spielsound noch ein bisschen runtergestellt. Ich glaube, der war recht laut. Ich kann ohne einen neuen Diamanten nichts machen. Nicht? Besser nicht. Okay. Ja, da können wir dann wahrscheinlich eh nichts machen. Keine Chance. Ich will nicht noch mehr anstellen. Schließe Toilette. Besser nicht. Vielleicht habe ich sie oben. Das ist es. Sie sind oben. Folgender Professor, Alter. Was ist das denn? Gehe zu Matschmaschine. Der Abfall aus diesem Gerät ist hochgiftig und kann bei Genuss Illusionen hervorrufen. So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Wir lassen sie besser mal aus, weil sonst passiert noch mehr. Sieht aus wie ein Generator, angetrieben von einer Tretmühle. Aha. Das ist ja auch interessant. Was können wir denn dann machen? Schwarzes Brett. Zu tun. Ich habe die Pläne. Schnell! Wir müssen sie zu Hoagie spülen. Wie wollen Sie das machen? Meine genialen Superbatteriepläne, bitte. Sie haben sie wirklich weggespült? Ja! Durch die Toilette? Nein! Durch die Zeit! Mithilfe der Zeitfluss-Strudelkammer, die ich in jedes Chrono-John eingebaut habe, kann man kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Hallo? Dr. Fred? Können Sie mich hören? Mist! Haben Sie etwas gehört? Nö. Mal sehen, ob, wie hieß er, noch etwas merkt. Na prima. Ich sitze in der Kolonialzeit fest, die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Hoagie! Komm hier rüber! Hier ist dein alter Kumpel Dr. Fred. Dr. Fred? Wie bist du da reingekommen? Ich möchte, dass du die Pläne nimmst, die da in der Schüssel schwimmen, Hoagie. Bring sie zu Red Edison. Er ist mein Urgroßvater. Er wird wissen, was zu tun ist. Du brauchst die Pläne für eine Superbatterie, um deine Zeitschüssel daran anzuschließen. Wenn du meinst, Bernhard. Guter Junge. Hat er Erfahrung mit Elektronik? Tja, ich sah mal, wie 3000 Volt direkt durch seinen Kopf ging, ohne dass er mit der Wimper zuckte. Wurde er da nicht bewusstlos? Nun, er war schon bewusstlos, als das passierte. Zeit für mich, die Welt zu retten. Ah! So, sobald Hoagie die Batterie fertig hat, können wir starten. Ich glaube nicht. Wir brauchen immer noch einen Diamanten für den Generator. Und deine Freundin in der Zukunft braucht auch Hilfe. Wenn sie denn noch lebt. Noch lebt? Holt mich hier runter. Ich mag Bäume eigentlich, aber dieser hier könnte ruhig verschwinden. Okay, ich hab's weggespült. Ich glaube, wir nehmen erstmal alles mit ihm hier. Da ist was drin. Okay.
Tja, was könnt ihr denn gebrauchen? Oder haben wir hier noch... Ich habe mich ja eigentlich auch noch gar nicht richtig umgesehen, deswegen... Vielleicht auch ein bisschen unklug. Aber im Prinzip... Oder wir schauen uns erstmal mit ihm um. Das können wir natürlich auch machen. Geh zu schwarzes Brett. Zu tun? Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Okay. Dann nicht. Geh zu Telefon. Da waren wir ja schon. Schau an Treppen. Geh zu Treppen. Kühe umgeworfen. Polizei erstaunt. Unförmiges Wesen am Tatort gesehen. Boah, das Tentakel hat Kühe umgeworfen, Alter. Sie ist ziemlich kalt. Öffne Eistruhe. Sie ist ziemlich kalt. Nimm Eistruhe. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Schau, Eistruhe. Sie ist ziemlich kalt. Keine Chance. Da sind Sachen drin, die aussehen, als wären sie dort schon eine Ewigkeit. Macht das denn niemand jemals sauber? Nein, in dem Fall schließen wir sie wieder. Okay. In diesem fluoreszierenden Licht sehen die Bonbons echt lecker aus. Besser nicht. Besser nicht. Oh, ich will Bonbons haben. Öffne Bonbonautomat. Es scheint nicht aufzugehen. Benutze. Bis auf diese Schinkendrops habe ich alles, was ich daraus haben wollte. Besser nicht. Okay. Dann nicht. Es ist sinnlos. Niemand wird sich hier für mein Design interessieren. Also werde ich meine Karriere hier in diesem schäbigen Motel beenden. Was ist das denn? Wie angemessen. Nicht mal das kann ich richtig machen. Wer ist das denn? Hallo, ich bin Bernhard. Wer bist du? Dwayne. Deprimierend, oder? Puh, du siehst deprimiert aus. Was hat dich darauf gebracht, Schlaumeier? Die hängenden Schultern und das lange Gesicht? Ich habe eine Krise. Kummer ohne Ende. Ich bin ein Neuheitendesigner. Ich hatte ein paar gute Ideen. Der explodierende Lutscher, juckende Schwarzpulver, umgedrehte 3D-Gläser und vieles mehr. Das Problem ist, niemand mag meine Entwürfe. Ich hab's überall probiert, aber keinen interessiert's. Ich wünschte nur, wenigstens einer würde die Sachen gut finden. Einmal nur. Ich mag deine Designideen. Nun, ich meinte nicht dich. Was sagtest du noch, machst du? Ich bin ein Neuheitendesigner. Das Problem ist, niemand mag meine Entwürfe. Ich hab's überall probiert, aber keinen interessiert's. Ich wünschte nur, wenigstens einer würde die Sachen gut finden. Einmal nur. Ich mag deine Designideen. Nun, ich meinte nicht dich. Vielleicht kann ich dich aufheitern. Oh, ich kann es kaum erwarten. Warum pfeifst du nicht einfach ein lustiges Lied? Ich habe eine Pfeife erfunden, die die Lippen grün färbt. Niemand mochte sie. Vielleicht hilft etwas Gymnastik. Als ich das letzte Mal Gymnastik machte, habe ich meine Milz verrenkt. Wie kann man denn... Naja, ist egal. Lass uns über Philosophie reden. Gut, hier ist meine Philosophie. Das Leben ist komplett sinnlos, speziell meins. Okay. Nietzsche wüsste bestimmt einiges dazu zu sagen. Wen kümmert's? Philosophen sind alle Versager, die es nicht geschafft haben, so wie ich. Was sagtest du noch, machst du? Ich bin ein Neuheitendesigner. Das Problem ist, niemand mag meine Entwürfe. Ich hab's überall probiert, aber keinen interessiert's. Ich wünschte nur, wenigstens einer würde die Sachen gut finden. Einmal nur. Nette Musik spielen Sie hier, oder? Es ist aus der Fahrstuhl-Klassik-Serie. Es scheint so, als ob dieses Lied den ganzen Tag läuft. Ich war noch nie so deprimiert. Dann eben nicht. Nett. Von hier aus kann ich ihn kaum sehen. Ich kann das von hier nicht gut sehen. Das ist modernster Standard.
Ich kann es von hier nicht so gut sehen. Nett. Grün! Bernhard! Was machst du hier oben? Tja, ich konnte Purpur nicht stoppen und er ist losgezogen, die Welt zu erobern. Ich habe Angst vor dem, was er mit mir macht, wenn er mich findet. Beantwortet das deine Frage? Ja. Hey! Was gibt's, Bernhard? Man hat mich übrigens eben nicht gehört, ich habe das Mikrofon gemutet. Nette Musik spielen die, habe ich gesagt. Nette Musik. Was glaubst du, was Purpur jetzt macht? Nun, er will die Welt übernehmen. Also denke ich mal, er wird etwas Gemeines anstellen. Macht er Genexperimente mit kleinen Schmusetieren? Ich will es nicht beschwören, aber ich dachte da mehr an etwas Politisches. Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Ich habe Angst, den Raum zu verlassen. Ich glaube sogar, dass ich mich nicht vom Fleck rühren kann. Purpur macht mir höllische Angst. Wie geht es deiner neuen Band? Grüntee und die Sushi-Teigs? Wir machen uns gut. Wir haben uns entschieden, die Qualität unserer Band zu verbessern. Berauschende Dreiton-Stimmenharmonie? Lautstärke, Mann, Lautstärke. Wir müssen das ändern, um eine Chance auf ein Grimmi zu haben. Wir nehmen die Pausen raus. Brauchtet ihr nicht vor kurzem einen neuen Gitarristen? Ja, aber wir haben uns dann für einen Typen entschlossen, der Elektrowerkzeuge spielt. Dadurch kriegen wir mehr Sound. Arbeitet ihr an einem Album? Ja, wir machen eine CD. Rap auf der Stirn. Da sind ein paar Stücke in der Anlage, wenn du sie hören willst. Rap auf der Stirn. Würde ich mir kaufen. Schon mal im Radio gewesen? Nein, fürs Radio sind wir etwas zu unkonventionell. Aber wir haben viele Fans in der Szene. Großartig. Jupp. Es ist einfach so schön. Es ist... Wozu die Kiste? Hast du eine Katze? Frag nicht. Okay. Wie setzt sich ein Tentakel in ein Sitzkissen? Oh, das ist ganz einfach. Wieder rauszukommen ist viel schwieriger. Kannst du mit der Bowlingkugel spielen? Nein, Purpur hat sie hergebracht, nachdem er Arme bekam. Er war aber ziemlich enttäuscht, weil er keine Finger hat. Man sieht sich, Grün. Ja, viel Glück beim Weltretten, B-Man. B-Man. Okay, ich würde jetzt gern mal Rap auf der Stirn hören. Ziemlich viel Power in dieser Anlage. Ich kann es kaum erwarten, meine CDs auszuprobieren. Wow, das ist laut. Lol. Hammer, Alter. Wenn wir jetzt raus... Nein, warte. Hui. Digga. Schau an. Starke Lautsprecher. Die würden Hoagie gefallen. Nett. Oh oh, sieht so aus, als ob es klappen könnte. Sieht so aus, als ob es klappen könnte. Benutze Zaubertinte. Zu langweilig. Ach Quatsch. Oh. Zu langweilig. Es ist ziemlich klein. Besser nicht. Dazu ist es ein bisschen zu spät. Ja. Besser nicht. Besser nicht. Ich benutze einfach nochmal die Anlage. Wow, das ist laut. Metal. Lol, also. Okay. Hallo. Ich mach das mal aus, ja? Hui. Boah. Krasse Anlage, Alter, krasse Anlage. Muss ich ja mal sagen. So, wir gehen wieder runter. Nee, Quatsch. Was denn hier?
Oh. Hey, bist du nicht der verrückte Ed Edison, die alte Nuss? Ja, nun, ich... Moment, kenne ich dich? Natürlich, Bernoulli, Bernard Bernoulli. Ich war schon mal da, klaute deinen Hamster und das Sparschwein. Hm, da läutet nichts. Aber ich kann mich eh nicht an viel aus dieser Periode erinnern. Mein Psychotherapeut sagt, damals wäre mir etwas Traumatisches passiert, das ich verdränge. Hamm. Also hast du die Militärsache auch aufgegeben? Es geht mir jetzt besser. Ich habe diese schlechten Gedanken nicht mehr. Ich sammle jetzt Briefmarken. Ach, ich muss ja, warte mal, heute ist Freitag, ne? Nee, Quatsch, ist schon gut. Das ist eine nette Sammlung. Kann ich sie haben? Nein! Ich meine, nein. Die bedeuten mir sehr viel. Manchmal denke ich, sie sind meine einzigen Freunde. Der Hamster liest Zeitung, okay. Süßer Hamster, kann er Kunststückchen? Nein, es ist einfach nur da. Ich hatte mal einen richtig tollen Hamster, aber irgendetwas passierte mit ihm. Was ist aus dem alten Hamster geworden? Ich kann mich nicht erinnern. Wenn ich es versuche, ist dann nur dieser Blitz und dieses schreckliche Geräusch. Was war denn das für ein Geräusch? Es war eine Art Ding! Mein Gott, ich höre das immer im Traum. Der braucht wirklich mal ein bisschen Bewegung. Nun, manchmal benutzt er ihn im Keller zum Arbeiten. Manchmal. Aber dann schwitzt er und wird nass. Und dann wird ihm kalt und er weigert sich zu arbeiten. Dein Vater oder der Hamster? Machst du dich über mich lustig? Nein, ich... Ich werde sauer, wenn Leute Witze über mich machen. Ich meinte ja nur... Oh, es macht mich wahnsinnig. Ich möchte einfach nur... Ausbannen. Ich will ausbannen. Ist schon okay, ich habe ja meine Briefmarken. Sind alle deine Hobbys so interessant? Ich habe keine anderen Hobbys. Briefmarken sind mein ganzes Leben. Wenn ihnen mal etwas passiert... Wie geht's euch so? Papa ist im Keller und experimentiert. Mama ist nebenan und beobachtet eine Hochzeitsnacht. Ted ist im Garten. Hält er einen Bowlingkugelhalter? Eigentlich ist es ein Vogelbart, aber was du sagst, klingt besser. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Friede sei mit dir. Okay, Friede sei mit mir. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.